Ich grüße dich zum Podcast A Course in Miracles, der Wunder-Podcast. Mein Name ist Petra. Die Lektion 71 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Der heutige Leitgedanke lautet: Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Erstens, möglicherweise merkst du nicht, dass das Ego einen Heilsplan in Opposition zu Gottes Plan aufgestellt hat. Und dieser Plan ist es, an den du glaubst. Da er das Gegenteil von Gottes Plan ist, glaubst du auch, Gottes Plan anstelle des Ego-Plans anzunehmen bedeute, verdammt zu werden. Das klingt natürlich grotesk. Nachdem wir aber erwogen haben, was genau der Plan des Ego ist, wirst du vielleicht begreifen, dass du, so grotesk er auch ist, tatsächlich an ihn glaubst. Zweitens, das Ego-Heilsplan dreht sich darum, Groll zu hegen. Es behauptet, dass du erlöst wärst, wenn jemand anderer anders reden oder handeln würde, wenn irgendein äußerer Umstand oder ein äußeres Ereignis verändert würde. Somit wird die Quelle der Erlösung ständig als außerhalb von dir wahrgenommen. Jeder Groll, den du hegst, ist eine Erklärung und eine Behauptung, an die du glaubst, die besagt, wäre dies anders, so wäre ich erlöst. Der für die Erlösung notwendige Geisteswandel wird somit von allem und von jedem außer von dir selbst gefördert. Drittens. Die Rolle, die in diesem Plan deinen eigenen Geist zukommt, ist daher einfach die, festzustellen, was mit Ausnahme von ihm selbst sich ändern muss, damit du erlöst wirst. Diesem wahnsinnigen Plan zufolge ist jede mögliche Quelle der Erlösung annehmbar, vorausgesetzt, dass sie nicht funktioniert. Das stellt sicher, dass die fruchtlose Suche weitergeht, denn die Illusion lebt fort. Dass es genügend Grund zur Hoffnung auf andere Orte und in andere Dinge gibt, obwohl diese Hoffnung bisher immer fehlgeschlagen ist. Ein anderer Mensch wird doch noch besser zu gebrauchen sein, eine andere Situation doch noch Erfolg bescheren. Viertens, dergestalt ist der Plan des Ego für deine Erlösung. Sicherlich kannst du sehen, wie er sich strikt an den Grundsatz des Ego hält. Suche, aber finde nicht. Denn was könnte mit größerer Sicherheit gewährleisten, dass du die Erlösung nicht findest, als all deine Bemühungen darauf zu konzentrieren, sie dort zu suchen, wo sie nicht ist? Fünftens, Gottes Heilsplan gelingt einfach deshalb, weil, wenn du seiner Führung folgst, du dort nach der Erlösung suchst, wo sie ist. Wenn du aber Erfolg haben willst, wie Gott es dir verspricht, musst du bereit sein, sie nur dort zu suchen. Sonst ist dein Sinn und Zweck gespalten und du versuchst, zwei Heilsplänen zu folgen, die einander in jeder Hinsicht diametral entgegengesetzt sind. Das Ergebnis könne nur Verwirrung, Elend und ein tiefes Gefühl des Versagens und der Verzweiflung sein. Sechstens, wie kannst du all dem entrinnen? Ganz einfach, der heutige Gedanke ist die Antwort darauf. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Es kann keinen wirklichen Konflikt darüber geben, weil es keine mögliche Alternative zu Gottes Plan gibt, die dich erlösen wird. Sein Plan ist der einzige, dessen Ergebnis sicher ist. Sein Plan ist der einzige, der gelingen muss. Siebtens, lass uns heute üben, diese Gewissheit zu begreifen. Und lass uns frohlocken, dass es eine Antwort gibt auf das, was ein unlösbarer Konflikt zu sein scheint. Für Gott sind alle Dinge möglich. Die Erlösung muss dein sein, um seines Planes willen, der nicht scheitern kann. Achtens, beginne die beiden längeren Übungen heute damit, dass du über den heutigen Leitgedanken nachdenkst und dir klar wird, dass er zwei Teile enthält, von denen jeder gleichermaßen zum Ganzen beiträgt. Gottes Heilsplan für dich wird gelingen und andere Pläne nicht. Lass nicht zu, dass dich der zweite Teil deprimiert oder verärgert. Er ist im ersten impliziert enthalten. Und im ersten Teil liegt deine vollkommene Befreiung von all deinen eigenen wahnsinnigen Versuchen und verrückten Vorschlägen, dich selber zu befreien. Sie haben Depressionen und Ärger zur Folge gehabt. Gottes Plan aber wird gelingen. Er wird zur Befreiung und Freude führen. Neuntens,
Indem wir uns daran erinnern, wollen wir den Rest der längeren Übungszeiten darauf verwenden, Gott zu bitten und seinen Plan zu offenbaren. Frage ihn ganz ausdrücklich: Was möchtest du, dass ich tue? Wohin möchtest du, dass ich gehe? Was möchtest du, dass ich sage und zu wem? Überlasse ihm die Führung völlig für den Rest der Übung und lass ihn dir sagen, was in seinem Plan für deine Erlösung von dir getan werden soll. Er wird in dem Maße antworten, wie du bereit bist, seine Stimme zu hören. Lehne es nicht abzuhören. Die Tatsache allein, dass du die Übung machst, beweist, dass einige Bereitwilligkeit in dir ist, zu hören. Das reicht aus, um deinen Anspruch auf die Antwort Gottes zu begründen. Zehntens, sage dir in den kürzeren Übungszeiten oft, dass Gottes Heilsplan und nur der seine gelingen wird. Sei jeder Versuchung gegenüber auf der Hut, heute Groll zu hegen, und reagiere darauf mit der folgenden Form des heutigen Gedankens. Groll hegen ist das Gegenteil von Gottes Heilsplan und nur sein Plan wird gelingen. Versuche, dich etwa 6 bis 7 Mal die Stunde an den heutigen Leitgedanken zu erinnern. Du könntest eine halbe Minute oder weniger nicht besser verbringen, als damit, dich an die Quelle deiner Erlösung zu erinnern und sie dort zu sehen, wo sie ist. Ich danke dir fürs Lauschen und Üben und bis morgen.